Exisola ist ein international tätiges Produktionsunternehmen für PV-Module. Über unsere Zentrale in Bozen verkaufen wir unsere Produkte europaweit und im nordafrikanischen Raum. Neben unseren primären Produktionsstätten in China hatten wir bereits schon vor Jahren eine kleine Produktionsstätte auch in Sofia hier. Jedoch über der Covid-Zeit und mit dem Ablauf der oder mit der Überholung der neuen Technologien wurde diese Anlage zu klein. Und es ist jetzt an der Zeit, eine neue Anlage, eine größere Anlage zu suchen und zu investieren und zu bauen. Wir haben bereits seit mehreren Jahren mögliche Standorte in Bulgarien gesucht, also vom Norden bis Süden, kamen dann über Ingenieur Plamen Komitov auch nach Jambol. Er organisierte uns dort einen potenziellen Standort, der für uns am günstigsten ausgefallen ist. Auch der Bürgermeister Valentin Revanski und sein Team haben uns dort sehr unterstützt und deshalb haben wir entschieden, unsere Investition in Jambol zu tätigen. Also das Grundstück in Jambol ist über einen Hektar groß, wird eine Produktionsanlage für über 300 Megawatt pro Jahr ermöglichen. Wir werden dort die Möglichkeit haben, zahlreiche Personen anzustellen und Arbeit zu bieten und hoffen diesbezüglich auch unseren Beitrag mit einem Produkt für die grüne Energie im Raum Jambol zu leisten. Aktuell ist die Planungsentwicklung ein bisschen in Verspätung aufgrund des Krieges in der Ukraine. Die ganzen Rohstoffe sind enorm gestiegen. Wir planen mit den Bauarbeiten noch im Frühjahr 2023 zu beginnen. Die Produktionstätigkeit sollte in Planbetrieb mit Ende 2023 starten. Der Produktion für den Verkauf sollte Anfang 2024. Also die geplante Produktionsanlage wird keine Abfälle produzieren. Wir benötigen rein elektrische Energie, diese zu betreiben, wie die wir einerseits aus unserer eigenen PV-Anlage, die wir auf den Oberflächen, also Dachflächen der Produktionsanlage installieren werden, beziehen können. Wir produzieren keine Abfälle, weder schädliche noch weniger schädliche Abfälle. Es handelt sich um ein grünes Produkt. Die Wärme oder die Kälte, die wir benötigen für die Beheizung, werden wir aus einer Wärmepumpe beziehen, die immer mit grüner Energie betrieben wird. Wir beabsichtigen, mehrere Arbeitsstellen dort frei zu machen. Wir sprechen von Verwaltungsangestellten, von Arbeitern, von Produktionsleitern, beabsichtigen dort so circa 50 Personen einzustellen.